Hallo, hier ist Marc Forster und ihr seht Audiophil TV. Immer da, wenn alle Stricke reißen. Einfach so, wir müssen nichts beweisen. Ich trete die Pedale, du hältst meinen Rücken. Fahrrad aus dem Park erst morgen früh zurückbringen. Zeit ist knapp, wir sind verschwenderisch. Man sagt, nichts hält für immer, doch ey, warum denn nicht? Was sagt der Rest der Bande? Macht es Sinn? Wie's war, weiß ich morgen. Okay, komm, lass dahin. Wir können das Buch selber schreiben. Es gibt genug freie Seiten. Für immer bunteste Zeiten. Ich weiß, für uns wird so bleiben. Wir fliegen weg, denn wir leben hoch. Gewinnen alles und gehen K.O. Wir brechen auf, lass die Leiden los. Die Welt ist klein und wir sind groß. Und für uns bleibt das so. Für immer jung und zeitlos. Wir fliegen weg, denn wir leben hoch. Die Welt ist klein und wir sind groß. Wie schön, Hallo. Dass du heute bei uns zu Gast bist. Ja, ich freue mich sehr. Erinnerst du dich an dein erstes Tape, was du selbst aufgenommen hast, am Radio? Ja, also ich komme ja aus einem kleinen Dorf, ne? Aus Windweiler in der Nähe von Kaiserslautern. 5000 Einwohner oder wie viel? Ja, 4666 meinte irgendjemand witzig zu mir. Okay, und du kennst alle? Die meisten, ja. Und ich hatte in meinem Kinderzimmer, konnte ich nur zwei Radiosender empfangen. Na, einer, da liegen nur so Oldies und beim anderen lief alles Mögliche. Und ich hatte so eine Kompaktanlage von Saba und konnte mit dem Kassettendeck direkt alles aufnehmen, was im Radio lief. Da habe ich immer so ganz schnell meine Lieblingssongs aufgenommen und aber auch manchmal Sachen spontan aufgenommen, die mir spontan gut gefallen haben. Und dann hat es so nach und nach so ein Album ergeben, das für mich total stimmig ist. Ne? Also für mich ist total klar, dass nach Don't Speak von No Doubt kommt bei mir Three Lines on the Shirt. So, ne? Oder Hope of Deliverance von Paul McCartney hat nur eine Strophe. So, ne? ich sehe lieber lange Quatsch, statt von den Moderatoren. Genau, bis es dann vorbei war. Ja. Ja, und ich wollte gerne eine Platte machen, die sich so anfühlt, die so abwechslungsreich ist und sich aber irgendwie so nach zu Hause anfühlt wie mein Radio-Tape. Das heißt auch ganz intim, ganz privat und auch bei den Konzerten wahrscheinlich gar nicht, als ob du vor tausenden von Leuten spielst, sondern im kleinen Club. Vom Gefühl her. Ja, also ich meine, ich versuche ja immer so distanzlos wie möglich zu mir selber zu texten. Ne? Anders kann ich gar nicht schreiben. Ich versuche immer Songs zu schreiben, die direkt was mit mir zu tun haben oder direkt mit einem Gefühl zu tun haben, das ich habe oder hatte. Und dann wird es immer irgendwie privat. Wann bist du denn von den Texten über deine Schulprobleme zu Texten über, nicht mehr Schulprobleme, aber immer noch Probleme gekommen? Wie hat sich denn der Wandel vollzogen? Ja, so wie, es geht immer analog zu der Zeit, in der ich mich gerade befinde. Ne? Meine letzte Platte, Bauch und Kopf, ist ziemlich melancholisch, ne? Und ganz durch das Orchester natürlich ganz wuchtig und so filmmusikmäßig. Und weil die Platte einfach in einer Zeit entstanden ist, wo ich echt an mir gezweifelt habe und wo ich mir nicht so sicher war, in welche Richtung so mein Leben so verlaufen wird und so. Und das neue Album ist in zwei Jahren entstanden, die total schön war, ne? Wo mir wahnsinnig viel Gutes widerfahren ist. Das heißt, es ist natürlich eine optimistische Platte, ne? Weil ich bin ein Typ, dem total unrealistische Sachen passieren die ganze Zeit. Und das schlägt sich dann sofort in der Musik nieder. Und deswegen hast du dir direkt eine Brassband geholt, weil es immer gute Laune verströmt? Oder wie kam überhaupt diese musikalische Wandlung zustande? Ich habe mir grundsätzlich vorgenommen, dass ich mit jedem Album wirklich eine hörbare Änderung vornehmen möchte. Ja, mein erstes Album war ja wirklich so eine Bandplatte, das zweite Album war ein Orchesteralbum und Tape ist jetzt so sehr inspiriert von der amerikanischen Welt. Ich war
direkt nachdem ich meine Bauchkopfplatte abgegeben hatte, habe ich Urlaub gemacht und habe so eine Amerika-Reise gemacht und war ein paar Tage in New Orleans. Für alle, die es nicht wissen, New Orleans ist ja voll die Musikstadt. Also in den ganzen Clubs werden kaum Platten aufgelegt, sondern da spielen ständig Live-Bands. Und auch auf der Straße ist ganz viel Live-Musik. Die laufen einfach so rum. Ja. Und so Marching-Bands oder wie? Ja, viel Blues, Marching-Bands. Und ich habe an einer Ecke so eine Brass-Band gesehen. Also wirklich 20, 30 Leute, die Brass gespielt haben. Und ich konnte da nicht weggehen, weil ich es so toll fand. Ich habe das gefilmt und bin dann wieder nach Hause geflogen. Und dann ging dieser ganze Wahnsinn mit Au Revoir und Bauchkopf und Flash mich und so erst los. Hatte aber schon im Hinterkopf, dass ich gerne ein Album machen möchte mit dieser amerikanischen Welt. Und als wir die Demos gemacht haben und auch schon als wir angefangen haben zu produzieren, habe ich die Streicher, Bläser und Gospelchöre und so alles natürlich aus dem Rechner programmiert. Und irgendwann ging es darum, okay, wer soll das jetzt machen? Ne? Und wer soll jetzt die Gospelchöre wirklich singen? Da habe ich gegoogelt, was ist denn der beste Gospelchor der Welt? Und da kamen heraus die Harlem Gospel Singers aus New York. Dann habe ich denen eine E-Mail geschrieben und die gefragt, ob wir die aufnehmen können. Und das ging. Mhm. Und genauso habe ich das gemacht bei den Streichern. Ich habe überlegt, was sind denn die besten Pop-Streicher, die es so gibt. Und, Hättest du auf mich kommen müssen eigentlich. Ja. Beim nächsten Album. Beim nächsten Album weißt du schon. Ich dachte dann sofort an die Alben von Adele. Mhm. Weil ich da die Streicherarrangements so toll finde und den Sound. Und habe dann gegoogelt, wer das war. Es war tatsächlich immer dieselbe Frau. Es war Rosie Danvers aus London mit ihrer Crew. Und habe dann Rosie angesprochen und sie lange genervt, weil sie tatsächlich auch die ganzen Live-Konzerte von Adele plant und probt. Und musste dann auf Adele warten, bis Rosie ein bisschen Zeit hat. Und dann sind wir nach London geflogen und aufgenommen. Und so zieht sich das durch die ganze Platte. Und ich finde, dass man das hört. Ich bin sehr stolz drauf. Aber wenn man jetzt diese ganzen Ingredienzien, wie man so schön sagt, hört, Brassband, Streicher und so weiter, das klingt auch so ein bisschen nach Disney-Album. Aber das Album klingt überhaupt nicht nach Disney-Album, sondern klingt ja dann doch nach Mark Forster. Das ist ja doch gelungen. Ja, ich finde schon. Also ich habe viel im Schreibenprozess, bevor wir überhaupt angefangen haben zu produzieren, habe ich viel mit Hip-Hop-Produzenten gearbeitet. Also mit... Gibt es ein Label auch mit Form Music? Ja, Form Music ist auf jeden Fall bekannt für Hip-Hop, aber auch grundsätzlich für deutschsprachige Musik. Aber tatsächlich habe ich jetzt gar keinen Form Music-Künstler was auf dem Tape gemacht. Das ist aber jetzt reiner Zufall. Ich habe einfach irgendwie nach Leuten gesucht, die irgendwie ja, so weit weg wie möglich von mir sind. Und die dann mit mir zu kreuzen, dass dann irgendwas Neues daraus entstehen kann. Ich habe dann wirklich mit Leuten zusammengearbeitet, die mit Bushido oder Crow oder solche Leute zusammenarbeiten und hab mit denen geschrieben. Und das dann wiederum gepaart mit dieser amerikanischen Welt ist irgendwie so dieser Sound, der jetzt auf Tape ist. Hätte ja aber auch nichts draus werden können. Was hättest du dann gemacht? Plan B gehabt oder? Ja, dann hätte ich von vorne angefangen. Ne? Das ist ja Musik machen, das ist ja alles nicht so ernst. Das ist ja alles kein. Ist ja nichts Schlimmes. Ist ja, wir spielen ja zusammen. Das sagst du jetzt, manche nehmen das total ernst. Also ja, ich weiß nicht, ob das die richtige Einstellung ist. Ich nehme das alles nicht so ernst. Ne? Ich habe so eine Idee, was ich gerne sagen möchte, inhaltlich, textlich, wie ich das sagen möchte und baue mir dann den Sound drumherum, wie er mir gefällt und wie es mir Spaß macht und wie ich mir wünsche, dass so eine Platte klingt. Ne? Und ich nehme das alles vom Ding her nicht zu ernst, möchte aber dann, dass es halt wirklich so gut klingt, wie es nur irgendwie geht. Das heißt, hier ist die Message, die Aussage am wichtigsten oder geht es auch um die Musik oder die Melodie für dich? Ich könnte jetzt nicht sagen, was mir wichtiger ist, ob es der Sound oder die Message mir wichtiger ist oder so. Ich finde beides gleich wichtig. Also natürlich bei deutschsprachiger Musik stelle ich immer wieder fest, dass die Leute natürlich schon sehr auf den Text achten. Ne? Weil sie das auch immer verstehen. Ja, du kannst jetzt einmal ein polnisches Album rausbringen. Dann, ja, dann versteht man das nur in Polen. Genau. Ne? Also klar, der Text ist wichtig, aber...
ja, ich finde den, auch wenn man den Sound vielleicht nicht vordergründig hört, man spürt irgendwie, ob das alles echt ist. Und man spürt, auch wenn man Laie ist, hört man Qualität, ja? Und hört man Können und tolle Musiker hört man raus auf einer Platte. Das muss nicht immer dann kompliziert oder schwer sein, sondern auch wenn tolle Musiker was Einfaches spielen, ist es besser. Oftmals basiert ja ein Hit auf drei Akkorden, also deswegen zu kompliziert muss gar nicht unbedingt ankommen bei den Zuhörern. Und das sind ja häufig auch junge Zuhörer. Wie kommt das denn? Bist du selbst so ein Kindskopf, dass du denkst, du sprichst die genau an, oder liegt das auch an The Voice Kids? Ja, bestimmt. Ne? Ich bin ja im Fernsehen in der Sendung Voice Kids, die von vielen Familien zusammengeguckt wird. Ne? Und das heißt, darüber spreche ich dann natürlich mit meiner Musik auch viele junge Leute an. Ich bin aber echt immer überrascht auf Konzerten, wie sich das verteilt. Ne? Man hat dann vielleicht so die ersten zwei, drei Reihen, sind dann ein bisschen jünger, aber je weiter nach hinten man schaut, dann erkennt man auch ältere Leute, die... Das sind ja die Erziehungsberechtigten, die mitkommen. Ja. Weil die Kids sonst nicht rein dürfen oder so. Und die verstecken sich dann ganz scharf weiter hinten. Ja. Ey, ich freue mich über jeden 16-Jährigen, der auf mein Konzert kommt, weil wenn ich zurückdenke, irgendwie welche Musik ich mit 15, 16, 17 gehört habe, das sind für mich immer noch total wichtige Platten, die vielleicht die wichtigsten in meinem Leben. Was hast du denn gehört? Ja, Unterschied, ne? Das hat natürlich wie bei allen anderen auch als angefangen mit den Platten meiner Eltern, ne? Die so im Vinylschrank waren. Das waren natürlich die Beatles, die Stones, Queen, also die großen Songwriter. Und als ich dann langsam selber einen Geschmack entwickelt habe, war zum ersten Mal deutscher Hip-Hop cool. So Mitte, Ende der 90er Jahre war... Fanta 4 kam noch dann da. Fanta 4, Freundeskreis, absolute Beginner, 1-2, massive Töne, all diese Bands, die waren für mich wahnsinnig wichtig. Und vielleicht, wenn man sich heute meine Musik so anhört, dann ist es so eine Mischung irgendwie, ne? Aus den klassischen Songwritern und eben dieser deutschen Hip-Hop-Welt. Beatles mit Bushido. So. So ungefähr. Um das mal so kurz zusammenzufassen. Du meintest, dass du mit guten Musikern zusammenarbeitest. Jetzt hast du ja selbst auch Klavierunterricht gehabt. Ja. Lange Jahre, richtig? Ja. Ist also kein Übernachterfolg gewesen, sondern du hast schon eine fundierte Ausbildung. Ich finde es immer ganz wichtig, Kinder, musikalische Grundausbildung ist sehr wichtig. Wir müssen hier unseren pädagogischen Auftrag auch wahrnehmen. Wie war, oder, und hinterher hast du für Kurt Krömer ja auch Klavier gespielt. Mhm. Übst du immer noch so zu Hause? Und ach, ich war schon immer der faulste Klavierschüler, den es gibt. Ne? Nein, das auch war schon, ich. Dann war ich der Zweite. Ja. Ich bin kein großer Pianist. Für Kurt Krömer, für eine Comedy-Show auf der Bühne hat es gereicht. Und es reicht zum Liederschreiben. Ne? Ich habe immer, statt zu üben, habe ich mich ans Klavier gesetzt und habe einfach geklimpert, so meine eigenen Melodiechen geklimpert und irgendwann festgestellt, man kann ja so auch da Texte drüber schreiben, damit konnte ich zufällig singen und tada. Und damit habe ich dann nie wieder aufgehört. Und ich sage immer zu Leuten, die irgendwie Liederschreiber werden möchten, so dann musst du Lieder schreiben. Ne? Oder wenn du Sänger werden willst, musst du singen. Und, man muss es aus den richtigen Gründen lang genug machen und ganz ehrlich und aufrichtig singen und schreiben. Und wenn du es lang genug machst, dann wirst du besser werden. Ne? Und dann irgendwann fangen Leute sich an, dafür zu interessieren. So war es bei mir. Das ist der Trick. Ich habe einfach irgendwann mal angefangen, Lieder zu schreiben und habe nie wieder damit aufgehört. Und irgendwann war ich dann gut genug, dass sich Leute dafür interessiert haben. Wie war das denn? In deinem Elternhaus hat deine Mutter, du bist ja, glaube ich, sie war alleinerziehend, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja. Hat sie dich dann irgendwie gefördert oder hat sie erkannt, oh, mein Sohn, der kann mehr als Quatsch machen, der kann auch wirklich Lieder schreiben, und hat sie auch so ein bisschen danach geschaut, oder war das alles Eigeninitiative von dir? Ach, meine Mutter hat mich zum Klavierunterricht geschickt, weil sie es cool fand, ein Instrument zu können, weil sie keins kann. Dachte sie, ach, das mache ich jetzt bei meinen Kindern anders, die dürfen jetzt eins lernen und so. Sind denn polnische Mütter so ein bisschen strenger
als die Deutschen? Dass man das weiß ich, ich habe ja immer nur einen polnischen. Ich fand es manchmal fand ich es sehr schlimm, wenn ich Sachen nicht durfte, aber meistens war es eigentlich okay. Aber die hat mich zum Klavierunterricht geschickt, einfach weil sie dachte, das ist cool. Dann bin ich irgendwann froh, dass ich ein Instrument kann. Und es hat mich währenddessen genervt, aber heute bin ich tatsächlich froh darüber, dass ich ein bisschen klimpern kann. Ja? Und ich bin auch wirklich in einem kleinen Dorf aufgewachsen, da hat man wahnsinnig viel Zeit. Und auch viel, viel Platz und Zeit rumzuspinnen, ne? Und so Fantasien zu entwickeln und so. Und ich bin durch mein Dorf gelaufen und durch die Felder und durch die Wälder und so und hab gegrübelt. Ne? Und dann bin ich irgendwann ans Klavier gegangen und hab dann so Sachen, die ich mir so ausgegrübelt habe, aufgeschrieben. Und das war jetzt nicht so, ach guck mal, er schreibt Lieder oder so, sondern es war einfach so. Bei uns durfte man klimpern. Und irgendwie so dieser spielerische Umgang mit Musik, den habe ich immer noch. Ne? Das ist ja nur Musik, ne? Das ist ja alles nicht so ernst. Aber Kaiserslautern ist der nächstgrößere Ort, die Metropole. Bei euch gewesen, ist ja auch nicht unbedingt so eine Musikstadt. Wie hast du denn dann den Schritt aus diesem kleinen bürgerlichen Umfeld dann auf die großen Bühnen geschafft? Also irgendwie, mir fehlt so ein Puzzlestück. Ja? Ja, also ich gebe vom Dorf. Das gibt es nicht. Das ist, weil Kaiserslautern ist natürlich eine kleine Großstadt, ne? Da geht jetzt nicht besonders viel. Da gibt es auch eine Musikszene, ne? Ich hatte eine Schulband und wir haben da im Umkreis ganz viele Konzerte gespielt und immer mit meiner Band im Proberaum geprobt und so. Und es sind ja tatsächlich, aus Kaiserslautern kommt ja immer ein großer deutscher Weltstar, Zedd, ne? Der glaube ich aktuell auf Platz 1 der amerikanischen Charts ist. Ne? Der ist in meinem Alter und kommt auch aus Kaiserslautern. Ich glaube, es ist sogar gut, aus dem Kaff zu kommen, weil man nicht so abgelenkt ist, ne? Und man so rumspinnen kann. Ich bin dann zum Studieren weggegangen. Ich war froh, dass da meine Kindheit war und meine Jugend war und so. Und dann dachte ich aber irgendwann so, okay, geil, jetzt kann ich irgendwie in einer anderen Stadt studieren, dann mache ich das auch. Und bin dann nach Berlin gegangen, weil ich in Berlin sofort ein gutes Gefühl hatte. Ne? Meine Mutter kommt aus Warschau, ich war ganz viel in Warschau. Für mich fühlt sich Berlin so ein bisschen an wie eine Mischung aus Warschau und Wittweiler. So, ne? Und dann war ich hier und hab erstmal Jura studiert und bin hier so in die Welt eingetaucht und hatte das Glück, dass ich irgendwann so ein Studioräumchen hatte in Kreuzberg auf einer Etage, wo ganz viel Musik passiert ist, in so einem alten Fabrikgebäude. Und war dann auf einmal von tollen, professionellen Musikern umgeben und habe einfach wahnsinnig viel von denen gelernt. Habe jahrelang in diesem Bäumchen einfach vor mich hingedaddelt, vor mich hingeschrieben und irgendwann kam zufällig jemand von der Plattenfirma. Und das ist die Geschichte. Wie im Film irgendwie. Aber du hast BWL studiert und abgeschlossen, richtig? Ja. Du bist also Betriebswirt. Ja, ich bin Master of Business Administration. Hilft das denn im Umgang auch mit Plattenfirmen, Plattenverträgen oder Management und so weiter? Stimmt, ne? Also natürlich habe ich so ein Grundverständnis, habe ich. Du weißt also, was brutto und netto ist. Ja, weiß ich. Und ich bin auch so ein Album zu produzieren, ne? Das ist ein Projekt. Das ist ein Projekt, das viel Geld kostet, viele Leute involviert. Und da bin ich froh, dass ich ein strukturierter Typ bin. Ich glaube, das kommt ein bisschen auch von meinem Studium. Aber du wirkst ja nach außen, ohne dir zu nahe treten zu wollen, schon so ein bisschen wie so ein Klassenclown. Also es soll nicht böse gemeint sein, aber immer so schon so, könntest auch Kurt Krömer ablösen, kleine Show und so. Aber irgendwo muss ja auch was Ernsthaftes sein, weil deine Musik, finde ich, hat immer einen melancholischen Unterton. Immer. Also auch weil das lustige Songs sind. Hast du Angst, das rauszulassen oder kannst du das nur in den Liedern rauslassen? Naja, du kennst mich jetzt aus dem Fernsehen, ne? Ja. Und es wäre schade, wenn ich bei Voice Kids im roten Stuhl sitzen würde und würde die ganze Zeit meine melancholische Seite ausleben oder so.
da ist man dann natürlich, da geht es um was anderes, ne? Da geht es um die Kids, die da gerade einen tollen Moment haben. Ne? Und dann bin ich natürlich lustig und begeistert. Und bei meiner Musik geht es nur um mich und was mir so passiert, was ich so fühle, was ich so erlebe, wo ich das Gefühl habe, darüber soll ich jetzt mal schreiben oder so. Und da kann ich natürlich auch meine traurigen Seiten und so zeigen. Ich habe auf dem neuen Album habe ich einen Song, der heißt Selfie. Ist ein relativ kleiner, popeliger Titel, aber dahinter steckt ganz viel. Ich habe mir überlegt, so, es wäre doch toll, wenn man wirklich ein Bild von sich selbst machen könnte und jemandem zeigen könnte. Nicht nur das Bild für Instagram oder Snapchat oder so, sondern wirklich ein Bild von sich mit all seinen Seiten. Wir alle haben ja gute Seiten und schöne Seiten, die wir zeigen möchten, aber wir haben alle auch wirklich schlimme Seiten. Also ich zumindest habe ganz schreckliche, schlimme, hässliche Seiten. Und ich würde manchmal gerne so alles gleichzeitig zeigen. Das Schlimme, das Traurige, das Lustige, das Fröhliche, das Schöne. Alles einfach zeigen, dass man mich sieht. Ich finde ja deine schlimmen Seiten wirklich mal interessant. Ja, die sind dann vielleicht irgendwie versteckt in der Musik. Wobei Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung ja auch immer noch unterschiedlich sind. Deswegen so ein Selfie ist eigentlich eine ganz gute Idee, dass man so von außen auf sich drauf schaut. Ja. Leider geht es nicht. Ich habe viel darüber nachgedacht, indem ich das Lied geschrieben habe. Und wahrscheinlich geht es über Zeit. Ne? Wenn wir uns in 20 Jahren treffen und ich habe dann schon noch 10 Alben gemacht und habe 20 Kinder und Urenkel und alles und war noch mehr im Fernsehen und so und dann kennst du vielleicht noch ein paar mehr Seiten von mir als den Klassenclown und dann entwickelt sich vielleicht über die Zeit so ein echtes Selfie. Wie gesagt, ich finde das spannend und vielleicht ist es ja auch gar nicht in dieser Glitterwelt so gewollt, aber das macht ja einen Menschen erst komplett. Deswegen ist es ja gut, dass wir deine Musik haben, auch auf dem neuen Album Tape, das am 2. Juni erschienen ist. Am 3. Am 3. Juni, 3. Juni, Tape bei 4Music erschienen ist. Da sind auch ganz unterschiedliche Titel drauf. Gibt es denn einen Lieblingssong von dir? Voll schwer. Also es ist ja wie wenn du eine Oma fragst, so was ist denn dein Lieblingsenkel, ne? Das ist ganz, ganz schwer. Ja, aber insgeheim haben die einen, glaub mir. Also. Ich habe, bei mir wechselt das je nach Stimmung, in der ich gerade bin oder nach Tageszeit, in der ich gerade das Album höre. Es gibt so ein paar Sachen, die ich noch nie gemacht habe auf dem Album. Ich habe ein Lied geschrieben über meine Schwester, Nathalie. Und ich glaube, das ist so das Persönlichste, was ich überhaupt je geschrieben habe. Das ist mein Lieblingslied übrigens. Ah. Ich wusste nur nicht, dass es deine Schwester ist. Schau mal, schon wieder haben wir eine Seite oder eine Nuance an dir entdeckt oder aufgedeckt. Ja, meine Schwester heißt auch Nathalie. Ja. Ne? Ich habe selten so offen irgendwie wirklich über jemanden gesungen. Ich war mir auch nicht sicher, ob das cool ist. Ich finde es total cool. Und habe ihr dann das Lied geschickt. Bevor ich es veröffentlicht habe, habe ich sie gefragt, so ja, so, ne? Dann habe ich es mittags geschickt ins Büro und dann hat sie das im Büro sich angehört und hat total angefangen zu heulen. Mhm. Und dann haben so die Leute im Büro sie gefragt, warum flänzt du denn? Und dann hat sie mir das Lied vorgespielt und hat scheinbar das ganze Büro angefangen zu heulen. Oh Gott. Und dann hat sie mir zugeschrieben, es ist okay, wenn ich es veröffentliche. Und, stell dir mal vor, jeder, der es hört, fängt an zu weinen oder so in so eine Location und dann auf einmal fangen 5000 anzuweilen. Ja, schrecklich, hoffentlich nicht. Danach kommt dann ja Wir sind groß, zum Beispiel. Ja, an dem kommen wir ja gar nicht vorbei, diesen Sommer. Das ist ja vom ZDF die aktuelle oder offizielle EM-Hymne, richtig? Ja. Ja, Wahnsinn. Mensch, wie kommt denn dazu? Andreas Morani hat es ja vorgemacht, irgendwie. Du wirst dich nicht mehr retten können vor Fans, vor Heiratsanträgen. Ich habe keine Ahnung vor dem ganzen Wahnsinn. Bist du gewappnet? Ich bin gewappnet. Das ist natürlich für mein 13-jähriges Ich ist das feiert schon seit Wochen und Monaten. Wir sind groß, ja nicht nur der ZDF-Song. Ich bin ja auch für die ARD in Frankreich ganz viel unterwegs. Ich sehe jedes Spiel der Europameisterschaft live im Stadion.
Und das ist natürlich das Größte, was mir je passiert ist, glaube ich. Ich kann wirklich so eine ganze EM von vorne bis hinten schauen. Ich hoffe natürlich, dass die deutsche Mannschaft so weit für mich kommt, damit ich wirklich dann bis zum Finale alles sehen darf. Ja, cool. Und ich drücke alle Daumen, die ich habe. Natürlich, vor allem seit Kaiserslautern Zweitliga spielt, das tröstet dann etwas, das Fußballerherz. Ja, ich bin fußballerischen Kummer gewohnt, ja. Ja, aber es tut, also ich habe den FCK trotzdem sehr, sehr lieb. Und wir dich. Vielen Dank für das Interview, Marc. Sehr gerne. Ja, ich bin immer gespannt, wie weit die kommen. Ja, man weiß es nicht, ne? Also, ja. Lewandowski haut uns die Bude voll. Oh mein Gott.